Ach, wie schön. А если прилетели или нет? А, они у вас здесь живут? В этом гнезде? Пока нет. Это где-то осенью начал строить, но уже прилетал сюда. Ну не знаю, пара или один-то прилетал. Kuchen, aber das darf ich nicht. Eine Banane dabei? Eine Banane ist ganz schlecht. Banane ist gar nicht. Ich habe keine Banane dabei. Der Zucker ist gut. Sie hat ja vorher gesagt, oder ihr Mann hat gesagt, dass vor 10 Jahren diese Zone hier als sauber erklärt wurde. Einfach sauber, ne? Das ist so. Ваш муж сказал, что 10 лет тому назад вам заявили, что ваша зона теперь свободна от радиоактивности. Я не знаю, він, може, він, yeah. Може, казали, то я не чула. Vielleicht wurde so gesagt, no. Aber sie ist nicht im Bilde. Sie ist nicht im Bilde. Може, так, ну, я не чула. Es kann so sein. Es kann so sein. Він более-менее є коло начальства обрішкоді, то може і чула. Sie sagt, ihr Mann ist näher zur Obrigkeit als sie. Я не чула. Und was sagt er? Ist das hier sauber? Und wie как вы считаете, сейчас действительно чистое вот здесь ваше? Хто його знає? Я ж кажу, як беруть ці продукти, то ж кажуть, що чисто. Wenn man bei ihnen Produkte, die man nimmt und prüft und sagen, alles ist sauber. Aber ob es Wirklichkeit ist, а його то недавно, може, неділі дві, тут же ж пашуть тракторами, то ходили її, брали, чи на радіацію, чи на що землю брали. Aber vor kurzem hat sie gesehen, die Traktoren pflügen die Erde und da waren die Beamten aus MCS, die haben also den Boden kontrolliert, ob der Boden radioaktiv ist. Aber Ergebnis ist ihr nicht bekannt. Also, ja. Und hat ihr das nicht mitgeteilt? Oder hat sie nicht gefragt? Ich habe nichts сообщали. Это жена почты. Wieder ist sie nicht im Bilde. Und ich kann nur mal sagen, ich скажу, это недель дві, як. Das war also vor 2 Wochen. А раньше то вообще по всіх полях прямо ходили в кожне поле, правильно? Aber früher Kontroll war total. Vielleicht, man kontrolliert öfter, aber sie hat das ganz zufällig gesehen. Ganz zufällig? Es wird nicht mal angekündigt, dass man... Nein. Sie hat zufällig das gesehen, vor 2 Wochen. Und die Produkte, die hier angebaut werden, 1 Kilometer entfernt oder 1/2 Kilometer entfernt, die gehen ins ganze Bundesgebiet nach Belarus oder auch sonst? То, что там возделывается, что там сеет вот в километре от вас? У нас раньше тут, раньше был колхоз, что пахали все время. А что сеяли? Да, сеяли и рожи, и пшеницу, и все зерновые. А потом у нас, как вам сказать, стала эта перестройка. Там река, и тут река, там надо мост, тут надо мост. Дорогу пока построили, в общем, наша зона осталась эти... От Площово, Куродово, Кудричі, осталися три деревні, що й не пахали. А з часу, от вже другий чи третій год, починають пахати оп'ять. То теж у прошлому году от там далі сіяли гречку, а в цьому году вже от посіяли тритікалі, сіють етої, рапс, от там сіяли у Площово рапс. А в нас ще оно гречку сіяли, а ще більше нічого. А от уже в цьому году сухо, води немає, вже там теж все пашуть, і що то будуть сіяти, ну ще не сіяли. Sofort nach Чорнобиль-катастрофе, also wurde hier nichts gesät. Und als noch die Kolchose existierte. Die Bauernhöfe sind Kolchosen. Na, das war da die Grundstücke gehörten dem Kolchos. Man also säte Getreide hauptsächlich. Nach der Tschernobyl-Katastrophe säte man nichts. Dann als Perestroika kam, also allmählich begann man also die Grundstücke pflügen und man säte Buchweizen.
und Getreide auch. Und nur drei Dörfer, Kudrici, Plaschowa und Kuradova, dort hier in dieser Gegend pflugte man nicht und säte nichts. Und jetzt, sagt sie, hier in der Nachbarschaft baut Buchweizen und Raps an. Просто вже їм було невигодно техніку сюди через ріку ламати до того. А в нас тут мало землі такої, hier gibt's nicht так вони тут не того. А зараз вирішили оп'ять. Und es für den Staat ist es gibt es keine Profite, hier etwas anzubauen, weil da muss man Brücke bauen, da, weil hier also zwei Flüsse in der Nähe sind. Man muss zwei Brücke bauen und um zu bauen braucht man Geld. Die Stadt hat kein Geld. Kein Geld für Brückenbau. Für Brückenbau, aber auch kein Geld für Dekontamination. Тут і в нас на дворі замирали, все время приїжджали. Я ж кажу, провірали, а з часом так там все Sofort nach der Tschernobyl-Katastrophe erzählt sie, man kontrollierte hier. Кажен двор. Im Hof. Jeden Hof. Jeden Hof kontrollierte. Кажен двор проконтролювали. І дуже часто, да? Nee, nicht часто, но контролювали. Nicht so oft, aber kontrolliert. Но контролювали. В течение которого времени? Ну, от годов, може, 5 тому назад. So im Laufe von 5 Jahren. Контролювали годов. Отак вам приїжджали просто і на вулиці, тут усе замирали. Auf der Straße, im Hause und im Hof. Бо ж кожного дома. Und da waren die Töchter noch jung. Девочки были ще маленькі. Да, die Töchter waren jung. От мою саму старшу, вона з 66-го года розуміє. Die älteste ist im Jahre 1966 geboren. А менша я із 76-го. Und die jüngste 76. Ну, то вже з часу, вже свої дітки, внучки вже мають. Ну, natürlich sind sie schon erwachsen. А ходили ж на поле, то ж робили. Тоді ще колхоз був, як і взорвалося, то воно... Сказали, щоб муси коровей не випускали пасти, і щоб люди не йшли на поле. Ну а хто ж, корови ті стали ревти, в хлеві кончаються, двоє суток подержали, даже випустили назад на вулицю. Nun wurde sofort nach der Katastrophe erklärt, Vieh muss gesperrt werden und die Leute dürfen nicht da auf dem Feld gehen und arbeiten, aber sie... Sie sagte, wieso, die Vieh ist gesperrt, die Kühe beginnen, also Mu. Ja, ja, ja und natürlich werden. In ein paar Tagen haben sie Kühe draußen getrieben und auch arbeiteten sie auf dem Feld auch. Sie arbeiteten unmittelbar nach den Explosionen auf dem Feld. Wir после взрыва работали все-таки. Ja. Ну, а де ж дінеться? Уже ж весна посіяли. Так, та war doch Frühling. Ja, natürlich, 1. Mai. Man musste sehen, ja, und pflanzen. Я вже забула, в якому году це було в нас, це буде. Через 20 літ із лиші. 86-му, я думаю. Да. 86-му. Це war so 1986. Ja. 86-му году. Und wie oft, ich habe, wie oft kommt jetzt nochmal jemand von dem Staat zum Messen hierher? Как часто приходят теперь от государства измерять здесь радиоактивность? А кто не знает, они на поле ж нам не сообщают, как идут. А на двір так не идут уже проверять. Только эта проверка, что как продукты приходят. То продукты... Also вот hier auf dem Boden neben dem Haus kontrolliert man jetzt nicht mehr, nur prüft man Produkte, kontrolliert das Essen. Разів 3-4 на год это контролируют. Also 4-3 pro Jahr. 4-3 pro Jahr. So, aber was die Felder angeht, sie sind nicht im Bilde. Sie sind nicht im Bilde und auch nicht über diese Messungen. Also die Ergebnisse... Und die Ergebnisse sind Ihnen nicht bekannt. Sind die nicht bekannt? Vorher sagte sie, ihr wird etwas zugeschickt. Was wird ihr denn zugeschickt? А що вам посилали вам якісь дані об измерении? Вот
radioaktivності. Ні? Вони тоді і так говорили, як на дворі були. Як на дворі Wenn sie also hier also gemessen hatten, sie haben sofort das Ergebnis erfahren. Ja. Ja. Aber keine Papiere. Keine Papiere. Aber macht man mir присылає. Я коли ці продукти беру, то кожен раз бумагу присилаю. Wenn also Produkte kontrolliert werden, dann bekommen jedes Mal ein Papier. Ja. Und was machen Sie dann mit dem Papier? Können Sie... Что вы потом с этими бумагами делаете? А там нечто, що ми делаете? Sie machen mit diesem Papier. Этого. Там от примерно зверху вказана допустимая норма і вищі норми. Ну, то дивися, чи... Та, auf dem Papier sind nur die Ergebnisse der Messung, da steht Norm und Übernorm und so weiter. Steht Norm und Übernorm, aber stehen auch Zahlen dort? А цифри там стоять? Да. Ja. Ah ja. Да, да, да. Стоять. На кожній продукті стоять віддільно цифри. Aber hat das jetzt irgendwie einen Einfluss auf ihr Leben oder das ihrer Freunde und Nachbarn hier? Sowas? А каковы вот у вас, что вы знаете о ваших соседях, о ваших друзьях? Какое влияние оказывало на них вот эта чернобыльская катастрофа? Ну, живем, да живем, как жили, ничего не замечаем. Wir leben so, wie wir früher gelebt haben. Ja. Ничего такого не...